Die digitale Revolution schreitet immer weiter voran. Geräte und Maschinen kommunizieren untereinander. Autos fahren von alleine. Beinahe in allen Lebensbereichen bringt die zunehmende digitale Vernetzung Veränderungen. Eine Chance, die Deutschland nicht verpassen darf, betont die Bundeskanzlerin auf dem Wirtschaftskongress der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wir sind jetzt an einer entscheidenden Stelle angelangt bei der Frage, wie durchdringt die Digitalisierung auch die industrielle Produktion. Das ist für uns volkswirtschaftlich von allergrößter Bedeutung. Denn es ist nicht entschieden, ob die klassische industrielle Produktion eines Tages mal der hintere Teil der verlängerten Werkbank wird oder aber ob wir es schaffen, eine gleichberechtigte Balance von digitaler Technologie und klassischer industrieller Fertigung hinzubekommen. Um das zu erreichen, brauche es aber auch die Bereitschaft von Industrie und Mittelstand, neue Wege zu gehen, sagt Professor Hüther vom Institut der Deutschen Wirtschaft in der anschließenden Diskussionsrunde mit der Kanzlerin. Das haben wir immer schon so gemacht. Ist zwar ein starkes Argument, aber selten ein gutes. Die Frage ist, wie überwinde ich das? Wie rasant die Digitalisierung voranschreitet, zeigen die Zahlen zum weltweiten Datenverkehr. Prognosen erwarten in den nächsten 5 Jahren eine Steigerung von jetzt knapp 10 auf über 40 Milliarden Terabyte. Big Data, laut der Bundeskanzlerin, der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Wir müssen in Europa sicherlich Rahmenbedingungen für sicheres Cloud-Management haben, weil man ohne Clouds, jeder nur seine eigene, das weiß ich auch nicht, ob das funktioniert. Die müssen kompatibel sein, man muss Standards setzen. Das Thema der Netzneutralität, das sind alles Dinge, die wichtig sind, damit bestimmte Anwendungen dann sich Bahn greifen können. Aber zudem sei die Datensicherheit ein ganz besonders wichtiges Thema, betont Unionsfraktionschef Volker Kauder. Ich bin sehr froh, dass auch jetzt deutsche Firmen, aus Baden-Württemberg einige, sich auf den Weg gemacht haben, hier einen Sicherheitsstandard zu entwickeln. Und ich glaube, dass da auch eine große Chance liegt. Da wird noch viel zu wenig darüber gesprochen. Es muss gerade aus deutschen Firmen heraus Sicherheitstechnik entwickelt werden. Ich kann bis zum heutigen Tag nicht verstehen, warum es nicht gelingt, Handyverbindungen abhörsicher zu gestalten. Das wäre doch ein Riesengeschäft, wenn das gelänge. Ein wichtiger Kongress, über 460 Besucher. Die Bundeskanzlerin hat sehr deutlich gemacht, dass Wirtschaft 4.0, Digitalisierung ganz oben auf der Agenda steht. Das beginnt beim Breitbandausbau, 50 MB in Kürze. Das wird nicht reichen, weil wir, um die Möglichkeiten des Internets zu nutzen, sicher auch auf 150 bis 200 MB hoch müssen. All das wurde diskutiert, intensiv besprochen und wir werden daran weiterarbeiten.